Moin moin liebe Freunde der gepflegten Alkunst und herzlich willkommen zu einer neuen Grewald-Folge auf diesem Kanal. Herrliches Wetter, ihr könnt es sehen. Gregor, willst du die Leute auch nicht mal begrüßen? Ja, du hauchst das immer so schön rein ins Mikro. Ich wusste jetzt nicht, wann mein Einsatz war. Aber alles Gute oder herzlich willkommen von mir hinter der Kamera heute. Jawohl. So, wir haben uns heute am Fluss getroffen. Herrliches Wetter. Da musste ich den Gregor auf jeden Fall hier zwangsverpflichten, am Fluss ein bisschen angeln zu gehen. Aber nicht nur deswegen, weil es gibt so ein paar Sachen, die jetzt in letzter Zeit ein bisschen passiert sind. Aber darauf komme ich erst, oder wir kommen erst im späteren Verlauf dazu. Jetzt wollen wir erstmal die Route ins Wasser kriegen und danach alles weitere. Viel Spaß dabei. Einige werden es wahrscheinlich wissen, ich habe jetzt hier die Direct Feeder 2 für die neue Saison oder für dieses Jahr. Ich hatte ja letztes Jahr die andere Feeder-Route aus der MS-Range. Heute Feedern auf dem Programm. Ich muss jetzt natürlich erstmal das Futter anmischen, damit das hier alles Sinn ergibt. Darauf gehe ich jetzt als nächsten Schritt ein. So, ich habe mein Futter wieder Standard reingemacht, also ein bisschen Standard. Paniermehl mit Maiswasser, ein paar Hanfkörnern. Ich möchte auch ein bisschen Aroma mit ins Futter reinpacken. Deswegen kommt ein bisschen Kakaopulver rein. Nicht nur Aroma, sondern auch dann kriegt die ganze Geschichte auch ein bisschen Farbe. Ist dann noch nicht so weiß oder hell. Ist ein guter Trick, den ich für mich mal entdeckt habe. Aber da muss man mit sparsam sein. Also man darf jetzt nicht irgendwie hier ein Kilo Paniermehl mit hier 250 Gramm Kakaopulver vermischen. Dann habt ihr eine einzige bittere Futtermischung. Und das, ich glaube, also das ist nichts. Also ich glaube, das finden die Fische dann nicht so gut. So viel reicht schon eigentlich. Wenn man das jetzt vermischt, dann kriegt das jetzt schon so Farbe. Dann, wenn das noch nass ist, ist das dann noch dunkler. So, ich ein bisschen Schokolade mit drin und Farbe im Futter. Das kann ich euch empfehlen. Habe ich gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Vielleicht kann man das jetzt schon sehen. Ist halt schon ziemlich bräunlicher. Vielleicht kann ich da noch ein Portionchen reintun. Bist du jetzt soweit? Ich will angeln. Ja, ich hab's gleich. Ich bin noch gucken. Ja, ist ganz gut. Kommt das auch so riecht. Boah, riecht das Porno. Riech mal, das riecht wie in der Bäckerei. Ich hab doch die Kamera in der Hand. Ja, riechst du hinter der Kamera? Ich riech mal hinter der. Ja, das riecht wirklich lecker. Ja. Nicht schlecht. Riech in der Sonne, also schön braun. Ja. Nicht so hell wie mit dem reinen Paniermehl, ne? Genau, man hat halt ein bisschen Farbe im Spiel und mehr Aroma als mit dem Maiswasser. Also es riecht richtig schön nach Schokolade. Und das Zeug gibt's in jedem Supermarkt. So ist es. Mais kommt nicht ins Futter rein, den benutze ich heute nur als rein Hakenköder. Und ja, ich würde sagen, wir befüllen die ganze Geschichte. Mais an den Köder und dann ab in die Kehrströmung. Du hast da wieder so einen richtigen Classic rausgehauen, wenn ich mich nicht verhört habe. Mais. Du hast gesagt, Mais an den Köder machen. Ja, ich meine Mais an den Haken machen. Na. Politisch korrekt, wie der Gregor ist. So, ne? Mach mal den Mais an den Köder jetzt. Ja, ich mach den Mais an den Köder. Mais sieht gut aus. Mais an den Haken, meine ich. Ja. Menschenskinder. Haken an Mais kommt jetzt. Ja. Haken an Mais. Machst du denn ein Maiskorn an den Köder oder zwei? Ich glaube, ich mache erstmal. Ne, ich mach zwei. Komm. Na komm. Nicht geizen. Wir wollen ja großen Friedfisch fangen. Ja, ne? Große Güster. Bin ja mal gespannt auf deine Message, die du gleich zu verkünden hast. Ja, die. Was heißt Message? Die hat's in sich, glaube ich, ne? Hast ja schon gesagt. Halt, die ist halt irgendwie nicht so gerade schön, aber ich glaube, das gehört dazu, damit man auch sieht, was auch hinter den Kulissen passiert. Ne? Ja. Aber erstmal Route raus. Erstmal Route raus. Hängt was? Erster Fisch, glaube ich. Ui. Na, ich sehe schon, da kommt was. Willst du es raten? Rotauge. Nee. Güster. Jetzt ganz vorne gehakt. Ja. Der Standardfisch hier neben der Ukelei. Der Standardfisch Nummer 2. Ukelei ist der Standardfisch Nummer 1. Mensch, ist hier so ganz sanft gehakt. Ja. Petri, mein Bester. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal 3 Maiskörner drauf, damit wir mal ein bisschen labern können. Ne? Genau. Da haben wir ja noch was zu verkünden. Nächster Fisch? Nee. Ja, großer
Köder, ne? Ich habe ja 3 Maiskörner drauf gemacht. Nicht hängen geblieben. Anderthalb haben sie mir weggerupft. Schade. Na gut, machen wir nochmal neu und dann. Dann Message. Und dann Message. So, wieder bis. 4 Maiskörnern. 4 Maiskörner, aber trotzdem trauen wir. Wir wollten gerade den Talk anfangen. Ah, ich habe mich verraut. Jetzt bestimmt wieder so eine Güster wie eben. Ich nehme mal die Route in die Hand, wie der Christian das mal macht. Ja. Und ist er denn noch am Zubbeln? Ah, da ist irgendwas am Werke. Willst du Anhieb setzen? Telefoniert keiner. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Nee. Ah, jetzt. Das ist alles Kleinzeug, nichts Anschlagbares. Oh. Ich hab schon gesehen, kein Fisch. Ja, bei 4 Maiskörnern ist es nicht verwunderlich. Pass mal auf, ich lasse die Route jetzt draußen, damit wir in Ruhe quatschen können. Weil das ist. Meinst du? Ja, ich habe euch ja jetzt so neugierig gemacht. Ja, und mich vor allem. Deswegen ratter ich das eben runter, dann schmeiße ich die Route gleich nochmal rein. Na gut. So, liebe Freunde, damit ihr mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommt, was im Hintergrund so passiert, was ihr nicht so mitbekommt, mache ich heute mal so einen kleinen Real Talk. Real Talk? Was ist das denn? Wollte ich gerade fragen. Weiß nicht, was das ist. Ist quasi im Grunde genommen ein ernstes Gespräch führen. Ach, halt, mit mir? Mit allen halt. Ne? Na dann los. Du hast es ja auch mitbekommen. Ne? Und ich sag mal so, zwischendurch kommen ja mal bei BFM auf Instagram oder bei YouTube manchmal so Kommentare wie Hate-Kommentare oder so beleidigende Kommentare halt. Ne? In der Regel ignorieren wir sowas gekonnt, weil man sich eh nur im Kreis bewegt. Also da verschwenden wir demjenigen, also dem Hater die Zeit und dann auch unsere Zeit. Darum möchte ich da auch was dazu sagen halt. Ich habe das Handy hier vorbereitet liegen, weil ich habe jetzt in der letzten Woche ein paar Nachrichten bekommen. Also sag bloß, du hast dich noch über was geärgert. Ob ich mich geärgert habe? Ja, das heißt geärgert halt. Und im Grunde genommen habe ich ein müdes Schmunzeln drüber verloren. Aber letztendlich denke ich, überlege ich mir so, was treibt einen Menschen dazu, so zu denken und was muss im Leben falsch gelaufen sein, dass man da so, sowas schreibt oder so, so denkt oder sowas. Ich lese einfach mal vor. Ich habe hier, das war hier auf Instagram. Ich lese es jetzt einfach, also den Namen ändere ich mal auf Benjamin. Also er heißt nicht so, aber ich ändere ihn einfach mal. Und wenn ich mal zwischendurch bei einem Satz oder bei der Nachricht mache, dann ist es halt einfach, damit es nicht zu, wie soll ich sagen, Gregor? Explizit ist. Genau. So. Also ich lese jetzt einfach mal vor. Na dann los. So, es ging halt mal halt los mit, ey, bist du wieder Verein? Habe ich geschrieben, nee. Ich bin auch in diesem Verein bin ich nicht. Aber es ist halt so, da wo man die Karte bekommt, da muss man halt in einem Verein sein. Aber manchmal gibt es Ausnahmen, da kommt man an eine Jahreskarte ohne in einem Verein sein. Und so ist es in meinem Fall. Ich bin an eine Jahreskarte gekommen, wo man nicht im Verein sein muss. Nicht gelogen. So, paar Tage später. Ey, und filme lieber beim oben und so. Für dein Hype ist das auf jeden Fall gesünder. Ist das eine Drohung? Ich weiß es nicht. Also gesünder, was habe ich mir da drunter? Also ich habe mir da drunter vorgestellt, hole ich mir da eine Erkältung oder sowas? Oder ja, oder es kommt jemand vorbei bei dir. Wer weiß halt. Ne? Ich habe dann geschrieben, beim haben wir schon viele Filme gemacht. Will ich eh nicht filmen. Zu offensichtlich. Da habe ich Sorge, dass man zu viel erkennt. Und dann habe ich noch dazu geschrieben, ich habe doch keinen Hype. So, da bei dem Stück ist es halt nun mal so, wenn man da filmt, da ist es zu offensichtlich. Da erkennt man alles halt. Also klar, hier an den Flussabschnitten oder egal an welchen Flussabschnitten, die Locals, die sich hier auch, oder die lokalen Angler, die sich hier bewegen, die wissen sowieso, wo es halt ist. Aber man muss halt nicht unnötig mehr, wie soll ich sagen, Aufsehen erzeugen, als es eigentlich ist. Mach mal kurz Pause und jetzt kommt der Zug. Genau. Zug ist weg. Genau. Jetzt kannst du weiterreden. So, ich kann weiterreden oder vorlesen. So, wir sind bei der einen Nachricht stehen geblieben und dann kamen halt 3 oder 4 Nachrichten auf einmal. Habe gedacht, du hast beim keinen Schein. Was gehst du da eigentlich angeln? Ja, was fällt mir dabei ein, da angeln zu gehen, Menschenskinder? Und ich war doch da, also privat angeln, also ohne Kamera oder sonstiges irgendwie. Und dann, Junge, zu dir fällt mir auch nichts mehr ein. Geh lieber bei dir am Stück, Ewald, das ist wirklich gesünder. Ja, da kommt wieder auf dieses Gesundthema. Da habe ich noch geschrieben, also jetzt mal kurz runtergerattert, hier, dass ich da nicht in einem Verein bin und sowas. Und was, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Was meint ihr damit mit gesünder und sowas? Ist das, da habe ich auch explizit geschrieben, ist das jetzt eine Drohung oder sowas? Und dann hat er noch geschrieben,
Oh, du weißt ganz genau, was für ein Problem. Wir lachen alle über dich, Alter. Du bist voll der Heuchler geworden. Ha, was, wenn ich jede Anmerkung mir zu Herzen nehmen würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich ja heute bin. Auch wenn das jetzt sich ein bisschen überheblich anklingen mag. Aber ja, sollen sie halt alle lachen. Zu der heutigen Zeit ist das sowieso was Gutes, was zu lachen zu haben. Ja, ich meine, sowas bekommt man häufig. Bei dem ist halt eben, das ist wirklich einer, den du kennst, glaube ich. Genau, das ist einer der aus dem damaligen Bekanntenkreis. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da bei ihm passiert ist. Oder so. Er war früher ziemlich ambitioniert, war auch Teamangler bei einem Angelgerätehersteller. Und ich habe ihn auch damals auch recht unterstützt, also jetzt mit Fotografien oder sowas halt, ne? Auch zwischendurch auch mit so ein paar Textpassagen und sowas. Wie ja, man das dann irgendwie nicht mehr weitergekommen, ne? Ja, und er ist halt nicht weitergekommen, was ich halt auch nicht verstehe, wo das Problem jetzt ist. Also in diesem Fall halt, der hat für das Stück keinen Schein. So, und ich weiß, also die Filmerei ist da anscheinend nicht sein Problem, weil ich habe hier noch einen langen Text hingeschrieben, was, warum, weshalb, wieso. Das ist nicht sein Problem. Ich denke mal halt, das ist einfach irgendwie... Das ist Neid eben. Neid, halt. Genau. Neid, das einfach sagen, Neid, halt, ne? Hat er zu nichts gemacht. Soweit ich weiß, angelt der doch kaum noch. Der angelt auch gar nicht. Also ich sehe den halt nicht und ich weiß auch nicht... Das ist halt, einfach nur Neid. Genau. Und könnte sich doch was Schönes anderes in seinem Leben machen. Ja, genau. Das ist ja also allgemein. Ist jetzt nicht nur bei dem Benjamin so, sondern allgemein. Es ist ja nicht nur diese Person, die so denkt oder tickt oder mit dieser Einstellung durchs Leben rennt, sondern es sind ja viele weitere halt, ne? So, weiter geht's. Wie gesagt, ich habe hier nochmal einen langen Text hier geschrieben, also einen vernünftigen Erwachsenentext halt, so dass ich da keine Zeit und keinen Nerv dafür habe, mich übers Angeln an einem Flussabschnitt da zu diskutieren, mich da hineinzusteigern. Also wir reden hier über das Angeln und nicht irgendwie über irgendwelche Ghettos, die man irgendwie erobert oder sowas. Also so kam mir das irgendwie ein bisschen vor. Um die ganze Sache abzuschließen, habe ich dem Benjamin nochmal alles Gute und viel Gesundheit. Das ist auch das Beste. Viel Gesundheit gewünscht, wo auch immer der angeln mag. Und ja, also wenn er überhaupt noch angelt. Genau, das sind halt so Sachen, die manchmal reinkommen, wo man halt eigentlich sich drüber kurz amüsiert und dann ist das Ding vergessen. Aber bei dem Fall dachte ich mir so, okay, das muss mal vielleicht mal angesprochen werden. Ja, Gregor, hast du noch irgendwie was zu sagen? Willst du noch irgendwas sagen? Ja, ich kenne das natürlich auch und ich glaube, es ist einfach so, ja. Ich denke mal, die anderen YouTube-Kollegen... Man darf das alles nicht zu ernst nehmen, glaube ich. Auch, nee, darf man auch nicht. Auch die Angler selbst untereinander sollten das nicht zu ernst nehmen. Es ist ein Hobby, man sollte Spaß am Hobby haben. Und wie gesagt, zu diesen ganzen, du verrätst das Gewässer und so, was du schon gesagt hast, das ist eigentlich der totale Blödsinn. Weil wir filmen so in den meisten Fällen, dass man halt gar nicht erkennt, wo es ist. Richtig. Und die wissen, wo es ist, ja, die sehen es natürlich und erkennen es auch. Aber die wissen es eh schon, also ja, da muss man auch nichts sagen und das ist eigentlich völliger Quatsch. So ist es ja halt auch. Ne? Ja. Und ansonsten, liebe Leute, rate ich euch, egal was ihr macht im Leben oder sowas, ne, wenn euch irgendwas Spaß macht, lasst es euch von keinem irgendwie blöd reden, irgendwie schlecht reden. Bleibt da dran, wenn es auch nur Briefmarken sammeln ist, wenn das euer Feuer, eure Feuer und Flamme ist, dann genau, macht das. Und, ja. Ansonsten, ich denke mal, jetzt angeln wir ein bisschen weiter. Genau, die Route muss wieder raus wieder jetzt rein. Hier. Und dann konzentrieren wir uns mal wieder auf das Wesentliche hier. Besseres eingestiegen, glaube ich. Hat Besseres, aber ich glaube, der hat sich schon festgesetzt. Nein. Ich gehe mal darüber, über die andere Seite da. Ja, das sah nicht schlecht aus. Ja, so. Fall da nicht rein. Nee. Mensch, wie eine Ballerina. Ja, ja. Oh. Ich habe irgendwas gefangen. Na. Ich glaube, ein Fahrradgestell oder so. Ja. Ein Fahrradgestell. Also der Fisch ist auf jeden Fall weg. Ja. Oh. Ui. Altmetall, oder was ist das? Rekrutentest hier. Ja. Fahrradlenker. Ja, musst du gleich mal annehmen. Ja, ich mach mal die Kamera aus hier. Jo. Leute, der Vorhalter gehört auch dazu. Was ist denn das? Vom Fahrrad, ne? Ich glaub mal vom Fahrrad oder sowas. Ist also vielleicht vom hier. Von Eduard. Vom geheimnisvollen Teich. Vom geheimnisvollen Teich. Ja, vielleicht ist er doch hier mit dem Fahrrad reingefahren und man weiß es nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, Leute,
Ja, ungewöhnlich. Also Fisch war dran, ne? Das definitiv. Ja, klar. Und dann hat er sich hier irgendwie in das verheddert. Fahrrad hier, keine Ahnung, Ding verteilt. Ja. Für ein Altmetall. Genau, Grippatient. Tut sich nichts mehr nach dem Schrottfang, ne? Gar nichts mehr irgendwie. Ein paar Zupfer. Na gut, bei dem Mais ist das halt... Kommt das mal vor. Ich würde sagen, wir machen mal so langsam Schluss, oder? Ja, können wir langsam Schluss machen. Ja. Dir, weil du heute die Moralpredigt gehalten hast, sozusagen, ja. Der Real Talk, oder? Real Talk, ne? Real Talk, genau. Dann gebührt dir auch das Abschlussstatement heute. Hast du was noch zu sagen? Ja, ich habe euch im Grunde genommen schon eigentlich fast alles gesagt halt. Ne? Eigentlich hat sich ja das so thematisch heute ein bisschen behandelt halt, ne? Mit diesen ganzen Hater, Neidern halt, ne? Damit ihr das vielleicht auch mal im Hinterkopf behaltet, nimmt da nicht so viel, ja... Nicht so ernst. Genau, nehmen. Nimmt das nicht so ernst und sowas. Und nur dieser Fall hat mich so ein bisschen, habe ich nur ein bisschen gedacht, komm, das nimmst du heute ein bisschen mit rein, weil mit dem Gesünder, was könnte man da drunter verstehen? Vielleicht könnt ihr es unten in die Kommentare mal reinschreiben. Genau, oder ob ihr schon mal sowas erlebt habt, genau, im Angeln. Genau, entweder das oder was damit zu deuten ist mit dem Gesünder. Also so, wenn ich es wortwörtlich nehmen würde, dann würde ich sagen, dass ich gucken müsste, dass ich keine Erkältung hole da im Stück. Aber ich denke mal, das ist im übertragenen Sinne gemeint. Naja. Naja, was willst du machen? Wir machen Schluss. Bleibt am Ball, bleibt uns treu, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke nicht zu aktivieren und ja, haut rein. Ciao, ciao. Bitte heil. Ciao, ciao.